Recht herzlich willkommen zur 7. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal haben wir hier dieses Ländlein eingenommen. King's Country steht da. Und wir koren da schon. Ja, und dann geht's weiter im Endeffekt. Jetzt müssen wir gucken, hier haben wir schon einen Anspruch. Ja, wen sind die? Mit Schottland und Ulster verbündet, das ist das Problem. Und hier unten, wie sieht's da aus? Da haben wir noch keinen Anspruch. Den sollten wir dann mal schnellstmöglich fingieren. Einfluss. Nee. Geheimdienstaktion, Spionagenetzwerk aufbauen. So haben wir. Was ist hier? Stadtleben. Ja, wir müssen uns was tun, was wir können. Da verlieren wir Geld und da. Jetzt Truppenquartier. Ach komm, dann gibt er die 28 Dukaten. Die können wir uns leisten. So, Desmond. Und Anspruch. Nee, das haben wir schon gemacht. Okay, das war gerade davor noch. Und hier, wie sind wir hier unterwegs? Wenn er den Aufbau eines Netzwerks. Nee, brauchen wir nicht beenden. Lassen wir noch laufen. Wie weit sind wir denn da? Ja, lass mal laufen. Dann müssen wir noch ein bisschen weitermachen. So, wie sieht es denn mit unseren netten Nachbarn hier aus? Ich glaube, wir machen die erstmal wieder darüber. Und die 15 Einheiten der Schotten, ne? Ah ja, scheia. Haben wir noch keinen Anspruch drauf. Wir machen Netzwerk bestätigen. So. Was haben wir hier? Provence, ne? Diplomaten sind alle unterwegs. Ja. Das bedeutet, hier passiert erstmal nichts, ne? Wir können aber schauen, dass wir was ausbauen. Den Markt haben wir da schon gesetzt. Und hier ist er vielleicht auch noch sinnig. Und hier unten war er noch in Bordeaux oder was, Gascogne. Ja, macht Sinn, da auszubauen. Okay. Und der Rest, Ulster läuft zum September 68, also in 4 Jahren. Ah, da habe ich einen Anspruch drauf. Ich wüsste gern, wo es ist. Da sind sie nicht, ne? Dann muss ich das doch erstmal raussuchen, ne? Oh, da ist es hier oben bei den Schotten. Ah, ich glaube, hier ist. Ne, Lothian. Achso, das eine ist hier. Lane ist das. Das zweite. Ulight. Das war aber nirgendwo hier, ne? Das ist es. Okay. Also da haben wir noch zwei Ansprüche drauf. Da bauen wir das Netzwerk aus, da auch und da auch. Dann ist da alles erstmal im trockenen Tüchern. Ja, mit dem Franzmann, da müssen wir gucken, was wir da machen. Hier, Diplomatie. Ist jetzt aber eigentlich auch nicht so wichtig, ne? Hier, wie sehen die Beziehungen mit denen aus? Sind ja top, ne? Kann man gar nicht verbessern, aber wir haben auch keinen Diplomaten mehr. Ja. Die verbessern die Beziehung mit Schottland. Sind England und Portugal verbündet. Wir haben die Staatsehe mit denen. Navarra ist Vasall von denen. Jetzt brauchen wir das auch nicht da unbedingt favorisieren. Wie sieht es mit Granada aus? Okay, die haben noch drei Provinzen hier. Vielleicht sollte man da mal was machen. Aber wir sind erstmal hier oben beschäftigt und das ziehen wir weiter durch, ne?
Vielleicht sollen wir mal die Pause rausnehmen, damit was passiert, ne? Das war jetzt eine schlechte Idee. Truppen. Schiffe. Flotten. Haben wir 38, ne? Das ist das alles. Sind 38. Wir können noch zwei mehr machen. Gut. Einheiten können wir noch hochschrauben. Ist aber auch Unterhaltskosten, die wir dann haben, ne? Obwohl wir 6,55 hier haben. Obwohl, ich glaube, da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, noch einen Berater einzustellen, ne? Hier einen mit Stufe 1. Reputation. Kostet uns 1,10 im Monat. Komm, den nehmen wir mit. Und dann hätten wir da ja eigentlich auch die Möglichkeit, wenn es einen Einser gibt, ne? Moral, Armee, die brauchen wir ja auch. Passt. Läuft. Nachfolger, wie alt ist er? 19. Oh, der ist auch nicht schlecht. Das ist ja schon mal was. Irgendwo haben wir einen Aufstand. Maßnahmen ergreifen. Stabilität steigern. Bringt das was? Dann machen wir eine raue Behandlung und fertig. So, alle zufrieden so, ne? Ja. Haben wir schon Kernprovinz, ne? Ne, arbeiten wir dran. Stimmt das? Das ist eine. Dies ist bereits, wie weit ist denn das dann noch so? Okay, da ist was entdeckt worden. Nicht so dolle. Und hier ist Schottland, Ulster und Sligo im Boot mittlerweile. Und wie sieht's hier aus? Oh. Die haben gar keine Verbündeten. Warte mal, halt mal an. Tatsächlich nicht. Haben wir denn schon Anspruch? Jetzt muss ich nochmal daran. Da haben wir leider keinen Anspruch, aber ich glaube, das wäre uns jetzt auch ziemlich egal, ne? Dieses Land nehmen wir auch so, da nehmen wir die Dingens in Kauf. Kein Kriegsgrund. Aber stopp, wir können das ja auch ganz schnell ändern, indem wir da... Ach so, wir sind da... Ah, aufbauen. Shit, wir sind da schon dran. Dann lass es. Aber wir marschieren da schon mal ein. Und gucken zu, dass das Netzwerk sich verbessert schnell. Die keine Verbündete haben, ist natürlich cool, ne? Ja. Mindestens 20 sein. Okay. Aha, haben sie beschlossen. Das ist schon mal cool. So, und wie viel ist das jetzt hier? $16,44. Okay. Ja, dann müssen wir gerade warten, bis das 20 ist, sonst geht nichts, ne? $17,84. Und dann haben sie gleich ein Bündnis oder sowas, ne? $19,24 beim nächsten Monatswechsel haben wir's.
Monatliches Entdeckungsrisiko ist auch ziemlich klein, ne? So, okay. Wie, das ist schon gleich durch? Können wir gleich schon einmarschieren, ne? Das ging aber jetzt ratzfatz, oder? Soll man nicht meinen, ne? Okay, das haben wir gewonnen. Die marschieren noch weg. Marschieren wir noch hinterher, die reiben wir gleich auf. Okay. Und dann da rein. So, das Land besetzen. Dann kann Sligo sich hier auch nicht ausweiten. Dann sind wir da erstmal dran. So, wo können wir investieren? Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Ich glaube, die ziemlich guten Sachen haben wir jetzt schon genommen gehabt, ne? Hm. 1,70 ist da viel. Calais hat 1,30. Ah, ich würde es tendenziell lieber hier ausbauen. 1,90 ist hier extra, oder wie der auch heißt. Essex ist es. Jetzt gucken wir da. Der Anjou ist erschüttert. Legitimität verlieren oder Prestige? Die haben wir 100, dann nehme ich Legitimität, weil das Prestige wollen wir ja aufbauen, ne? Gut. Essex waren wir mit 1,9. Und ich glaube, das ist auch das Beste. Machen wir das. Ach so, Tempel haben wir auch noch, ne? Hätten wir auch noch was machen können. Naja, jetzt ist es zu spät. Oder Kirche ist es. Gut. So, jetzt müssen wir das da unten nur besetzen. Ulster sowie hier Leinster sind natürlich mit den Schotten verbündet. Das ist dann etwas schwierig. Da müssen wir genau überlegen, was wir dann machen, ne? Ah, der wurde entdeckt. Okay. Was haben wir hier? Schiffswerft können wir bauen. Das sollten wir auch tun. Okay. Ja, und die müssen wir dann auch bauen irgendwo, ne? Da ist er. Burgund ist dran und Schottland ist auch dran. Ja, Schiffswerften sind da überall. Da müssen wir gucken, dass wir die dann bauen. Aber nicht zur Zeit. So, erstmal sind wir hier noch beschäftigt. Aber das sollte nicht lange dauern. Na, Mauer ist schon, glaube ich, eingerissen. Oder sieht das nur so aus? Na, jetzt ist er eingerissen. Geht also voran, müsste gleich zu Ende sein. Das ist gleich Kernprovinz. Nachschub schon abgeschnitten. Ja, wird werden. So. Die Provinz ist durch. Das ist eine Kernprovinz jetzt. Ja. %29. Eins bis 14 das Würfelergebnis. Oh. Staatsehe mit Portugal ist vorüber.
Da kommt aber schon das nächste rein, oder was? Ja, die akzeptieren wir erstmal wieder. Und da ist es erledigt. So, jetzt können wir hier Frieden verhandeln. Das und das. Und warte mal, lass mal gerade Pause reinwählen. Haben wir da irgendwelche anderen Möglichkeiten? Das ist sowieso gleich erledigt. Ne, da passt das schon. Das ist alles erledigt. So. Wohl auf. So, und dann können wir hier Kern machen. Läuft. So, da haben wir schon wieder eine Provinz mehr eingenommen. Ja, und dann wird es schon wieder etwas schwieriger, ne, die nächsten. Da müssen wir mal schauen, wie sich das ergibt. Spionagenetzwerk, Dänemark. Okay. Ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.